Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten zur Mitte der Woche. Schön, dass ihr da seid. Ich bin wie immer der Pirmin und das sind die vier Themen des heutigen Tages. Gearbox Software wird von der Embracer Group übernommen. Die Mass Effect Legendary Edition hat ein Release-Datum. Sony veröffentlicht Finanzzahlen des dritten Quartals. Und Electronic Arts, da gibt es auch den Finanzbericht für das dritte Quartal und Infos zu Battlefield 6. Wenn ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Jetzt! Viel Spaß mit den News. Die Spielebranche macht genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Die Entwickler kaufen sich gegenseitig auf. Die glücklichen, ja, Gewinner sind dieses Mal die Borderlands-Entwickler Gearbox Software, das für Portierungen bekannte Unternehmen Aspyr Media und der Mobile-Game-Entwickler EasyBrain. Allesamt werden sie von der schwedischen Embracer Group übernommen, den meisten wohl durch THQ Nordic bekannt. Der Kostenpunkt für Gearbox Software beträgt 1,3 Milliarden US-Dollar, der Entwickler soll aber weiterhin erhalten bleiben, personelle Veränderungen sind nicht geplant. Heißt, alle 500 Mitarbeiter dürfen ihren Job behalten und auch Gearbox-Gründer Randy Pitchford wird weiterhin CEO des Unternehmens bleiben. Habt ihr im Mai schon was vor? Nein? Gut, denn spätestens jetzt habt ihr was vor. Ab dem 14. Mai könnt ihr euch in die Mass Effect Legendary Edition werfen. Das Release-Datum wurde jetzt mit einem Trailer veröffentlicht, der zeigt auch direkt ein bisschen, auf welche Verbesserungen wir uns im Remaster freuen dürfen. Mit dabei ist ein komplett überarbeitetes Inventar- und Head-Up-Display, aber auch das Waffenbalancing und die Steuerung wurde für alle drei Titel einheitlich angepasst. Aber auch die Texturen wurden verbessert. Teilweise manuell oder mit einem KI-gesteuerten Algorithmus bis zu einer 16-fach höheren Auflösung. Stichwort Auflösung, die Trilogie wird in 4K mit 60 FPS und HDR spielbar sein, mit deutlich verkürzten Ladezeiten und einem eigenen Launcher für alle drei Teile. Inhaltlich dürfen wir aber keine Veränderungen erwarten, dafür sind direkt alle DLCs enthalten. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 ist seit einem Monat vorbei. Jetzt bekommen wir Einblicke in die Geschäftszahlen. Interessant vor allen Dingen für Sony, da in diesem Zeitraum die PlayStation 5 veröffentlicht wurde. Der erfolgreichste Launch einer Konsole umfasst dabei 4,5 Millionen ausgelieferte Geräte. Bis zum Ende des Fiskaljahres im März sollen aber noch 3 Millionen weitere Exemplare folgen. Wie erwartet gingen die Verkäufe der PlayStation 4 hingegen auf 1,4 Millionen zurück. PlayStation Plus konnte aber im gleichen Zeitraum 1,5 Millionen neue Kunden gewinnen. Insgesamt sind es nun 47,4 Millionen Abonnenten. Der Anteil der Digitalverkäufe stieg auf 53%. Der Gesamtumsatz beträgt 2,93 Milliarden Euro. Auch Electronic Arts hat seinen Finanzbericht für das dritte Quartal veröffentlicht. Grund zur Freude sind vor allem die erfolgreichen Live-Services. Insgesamt generierte das Unternehmen 1,67 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 8%. Der Anteil von Spieleverkäufen beläuft sich dabei auf 722 Millionen US-Dollar. Mikrotransaktionen, also Live-Services, generierten summa summarum 951 Millionen US-Dollar. Aber auch zu Battlefield 6 gab es von Andrew Wilson noch ein paar interessante Aussagen. Mit einer offiziellen Präsentation können wir im Frühjahr rechnen. Der Release zur Weihnachtszeit wurde auch nochmals bestätigt. Die Entwicklung geht soweit gut voran, man sei sogar vor den internen Meilensteinen. Sicher ist bis jetzt nur, Battlefield 6 wird auf umfangreichere Maps mit höheren Spielerzahlen setzen. Wir sind gespannt. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten zur Mitte der Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch morgen wieder hören, sehen oder riechen. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao.